Das wird bestimmt ein schöner Tag, die Fahrt auf die Insel Elba. Bis zur Fähre nach Piombino sind 140 Kilometer. Dann schaue ich mir mal die toskanische Landschaft an. Die Fahrt dauert nämlich 2,5 Stunden. Ziel erreicht, der Hafen von Piombino. Das ist noch nicht unsere Fähre. In Piombino gibt es sehr viel Industrie. Schauen wir mal, wie das auf der Fähre aussieht. Also richtig voll war die Fähre ja nicht, wenn ich in die Fähre rüber nach London denke. Ist natürlich auch noch Nebensaison. Der hat ja noch mal Glück gehabt. Klappe zu, dann geht es los. Damit ging es schneller. Hier an Deck ist es ganz schön windig. Nochmal ein Blick zurück.
Überfahrt dauert circa eine Stunde. Da kommt ja schon der Hauptort in sich, Porto Ferraggio, oder so ähnlich heißt das Ding. Auf dieser Feste war Napoleon in Verbannung. Leider stand eine Ortsbesichtigung nicht auf dem Programm. Ich kann nur sagen, ein sehr interessanter Ort, weil ich war 1975 schon mal da. Auf der Insel Elba ist sehr viel Eisen gewonnen worden. Nach 75 war ich mit meinem Vater da, und zwar haben wir Mineralien gesucht. Den ersten Ort, den wir besuchen, ist Porto Azzurro. Ein kleiner, aber sehr schöner Ort mit 3700 Einwohnern. Von 1975 an doch vieles verändert. Anderthalb Stunden haben wir nur Zeit hier rumzulaufen. Schade.
ziehen mich immer wieder an, aber oben war Sackgasse. Im Sommer ist das bestimmt hier oben sehr begehrt, hier bestimmt was kühler. Ist auch eine schöne Idee. Die Pflanze Bougainvillea ist hier sehr häufig auf der Insel. Die Kirche stammt von 1606, die war innen noch sehr schön. Auch sehenswert, was die aus der Pflanze gemacht haben. Und die riecht, oder besser gesagt, die duftet. Da bin ich wieder raus, die Kirche immer von innen zu dunkel. Meine Kollegen sind unterwegs. So einmal rund um die Insel mit so einem Bötchen wäre nicht schlecht. Das ist eine Lore vom Bergbau. Ich sehe gerade Azeret und Malachit, was hier so gefunden wurde.